Jeder kennt meinen heutigen Gast. Wir laden ihn seit 1986 als Tagesschau-Moderator in unsere Wohnzimmer ein. Im Jahre 2002 wurde er zum beliebtesten Tagesschau-Moderator ausgezeichnet und zur Folge 2005 zum Chefsprecher ernannt. Es ist mir eine große Freude und Ehre, Jan Hofer begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Hofer, wie gefällt Ihnen das Schiff bisher? Mir gefällt es sehr gut. Ich war erst ein bisschen erstaunt über die immense Größe und brauchte auch irgendwie ein paar Stunden, um mich zurechtzufinden. Zu wissen, auf welcher Etage was ist, aber das hat sich ganz gut eingelebt. Also haben Sie sich ein paar Mal verlaufen hier an Bord? Immer in die falsche Richtung. Immer in die falsche Richtung, ja. Wo finde ich Sie am ehesten? Wo kann ich Sie antreffen? Meistens auf einem der hinteren Decks, 7 oder 8 am Pool. Ach, da sind Sie am Sonnen? Genau. Ja, das ist schön. Aber können Sie so richtig abschalten hier an Bord oder ist die Arbeit immer noch irgendwie in den Gedanken drin? Also wenn Sie täglich mehrere Millionen Zuschauer haben, dann haben Sie zwangsläufig einen Bekanntheitsgrad, der das Private immer ein bisschen im Hintergrund rücken lässt. Also ich bin nicht wirklich immer privat. Nein. Aber der Computer ist ja aus oder die Handys? Also der Computer wird einmal am Tag eingeschaltet, um die E-Mails abzurufen und gegebenenfalls reagieren zu können, aber ich versuche das schon zu reduzieren. Mhm. Also ist jetzt niemand aus Deutschland, aus Berlin, der Sie jetzt belästigt? Die wissen alle, dass Sie jetzt... Die wissen das, aber zwischendurch kommt auch schon mal eine Mail, wo ich dann mal kurz telefonieren muss. Das muss dann sein, ja. War es eigentlich schon immer Ihr Wunsch, Nachrichtensprecher zu werden? Nein. Nein. Ich komme aus einem kleinen Ort am Niederrhein, aus Wesel. Und in den 60er Jahren hat man da von allem Möglichen geträumt, aber nicht von einer Medienkarriere. Mhm. Das ist eigentlich eine Folge von Zufällen. Ich habe in Köln studiert und in Köln gab es damals 3 Sender, die sich für mich damals auf Hörfunk bezogen haben, nämlich die Deutsche Welle, den Deutschlandfunk und den WDR. Und ich hatte einen Studentenjob und bin da zum ersten Mal in Kontakt mit Medien gekommen. Aber zugegebenermaßen hat es mir auch gut gefallen, wie man sieht. Ja, das stimmt, das stimmt. Also es gab aber auch einen Alternativplan, gab es einen anderen Berufswunsch? Ja, ich bin eigentlich ja gelernter Betriebswirt. Also ich habe in Köln Betriebswirtschaft studiert. Mein Vater hatte einen mittelständischen Betrieb, hätte auch, glaube ich, sehr gerne gehabt, dass ich da eingestiegen wäre. Aber ich habe dann doch festgestellt, dass ich lieber was anderes machen möchte. Mhm. Sie haben bis zu 8 Millionen Zuschauer täglich. Macht Sie das noch nervös? Wenn Sie zum Beispiel ein Interview mit der Bundeskanzlerin haben, hilft da ein kleiner Schnaps vorher oder haben Sie da einen anderen Trick? Ja, der kleine Schnaps wäre, glaube ich, sehr kontraproduktiv. Das wäre es, glaube ich, nicht. Es gibt, eigentlich gehe ich in das Studio wie andere Leute ins Wohnzimmer. Aber es gibt immer mal Tage, wo man mit dem falschen Bein aufgestanden ist. Das weiß man dann vorher und dann muss man sich halt ein bisschen mehr konzentrieren. Mhm. Im Englischen gibt es den berühmten Satz, don't shoot the messenger. Gibt es Zuschauer, die für Sie schlechte Nachrichten persönlich verantwortlich machen? Wie gehen Sie mit solchen Situationen am besten um? Naja, wenn man so viele Zuschauer hat, dann kann man nicht damit rechnen, dass die einem alle wohlgesonnen sind. Man kann auch nicht damit rechnen, dass die das immer schön finden, was wir machen. Da spielen viele Gründe eine Rolle, ideologische zum Beispiel. Die sind dann auf einer politischen Ebene, die nicht einverstanden sind mit unserer Berichterstattung. Religiöse Rolle spielt eine große Rolle, aber auch Äußerlichkeiten wie Klamotten zum Beispiel, ob der Schlitz gerade in Ordnung ist oder ob das Jackett tatsächlich sitzt oder so. Und was in Deutschland eine große Rolle spielt, ich glaube, das ist einmalig auf der Welt, ist Aussprache. Also ich bekomme pro Tag mindestens 10 bis 20 Mails, wo irgendeiner an einer Aussprache was auszusetzen hat. Nicht immer übrigens zurecht, dann schreibe ich in der Regel auch zurück. Ah ja, also modetechnisch sind da auch die Leute hinterher. Absolut. Sehr kleinlich. Gibt es einen Unterschied zwischen einem prominenten Schauspieler und einem prominenten Nachrichtensprecher? Man liest sehr wenig über Skandale der Nachrichtensprecher oder auch Auftritte auf dem roten Teppich sind eine Seltenheit. Muss ein Nachrichtensprecher ein seriöses Image pflegen oder meinen Sie generell öffentliche Auftritte? Also öffentliche Auftritte kann man gar nicht meinen. Ich bin ein Bestandteil dieses Gesellschaftssystems in Deutschland. Ich überlege mir nur, auf welchen roten Teppich ich gehe und zu welchem Anlass. Da gibt es schon Theaterpremieren oder ähnliches oder auch Medienereignisse, wo ich natürlich auch anwesend sein muss. Ansonsten gilt für uns eine ganz einfache Regel. Der Moderator hat immer hinter den Nachrichten zurückzustehen. Das gilt übrigens auch für die Auswahl der Mode. In dem Augenblick, wo der sich so kleidet, dass der Zuschauer so fokussiert ist auf das, was er anhat und die Nachrichten vergisst, dann ist er fehl am Platz. Also das muss schon eine gewisse Lizenz haben. Und Sie können auch Nachrichten nur glaubwürdig verkaufen, wenn sie glaubwürdig sind. Und der Unterschied zwischen einem Schauspieler und einem Nachrichtenmoderator ist ganz einfach. Ein Schauspieler spielt eine Rolle. Also der hat es gelernt, sich in eine andere Person hineinzubegeben, eine Rolle zu spielen. Der Nachrichtenmoderator muss wissen, wovon er spricht und es wirklich autark verkörpern, sonst funktioniert das nicht.
Über die vielen Jahre, die Sie nun Nachrichtensprecher sind, wie haben sich die Zuschauer nach Ihrer Erfahrung her verändert? Reagieren wir in der heutigen Zeit empfindlicher auf schlechte Nachrichten oder sind wir mittlerweile immun? Nein, das hat sich dramatisch geändert durch die Einführung der neuen Medien. Mhm. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wir haben ja vor 20 Jahren noch abends gegen Mitternacht die Sendung geschlossen und haben morgens um 8 Uhr wieder angefangen, weil wir ja gar nicht wussten, was auf der anderen Seite der Welt passiert ist. Mhm. Durch Internet, durch Satelliten und Ähnliches. Sie sehen das ja hier auf dem Schiff. Sie können per Satellit Mails empfangen. Sie sind ja mitten im Geschehen eigentlich. Mhm. Haben wir jetzt Kenntnis davon, was auf der anderen Seite der Welt passiert? Also senden wir 24 Stunden rund um die Uhr. Wenn eine Katastrophe wie Fukushima beispielsweise früher passiert ist, dann haben wir davon eine Woche oder 14 Tage später erfahren, weil das Ganze ja auf analogem Wege per Flugzeug oder wie auch immer übermittelt werden konnte nur. Heute sind sie ja just in time dabei. Also die Nachrichten sind sehr viel mehr geworden, sehr viel schneller geworden und die Menschen sind natürlich gelegentlich auch von der Flut der Nachrichten überfordert. Das muss man schon sagen. Also sind überfordert, Sie meinen also im Ganzen gesehen sind wir immun oder reagieren wir schlechter? Nein, wir sind nicht immun, sondern die Menschheit hat ja nur überlebt, weil sie ein schlechtes Gedächtnis hat. Mhm. Also wenn ich mich ständig an Kriege und Katastrophen erinnern würde und nicht an die guten Seiten des Lebens, könnten wir ja irgendwo gar nicht existieren. Also die Menschen, die in den 50er Jahren geboren wurden, beispielsweise kurz nach den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges, hätten ja gar nicht geboren sein dürfen, wenn die Mütter das Gefühl gehabt hätten, es geht nicht wieder aufwärts. Also das ist ja so, so überlebt die Menschheit. Ich habe den Eindruck, und das ist aber auch nicht neu, und das höre ich ja auch immer wieder, warum immer nur schlechte Nachrichten, warum keine guten Nachrichten? Wir machen ja die Welt nicht, wir zeigen sie ja auch nur. Und glauben Sie mir, wir sind über jede gute Nachricht froh, die wir verkünden können. Und wenn wir eine gute Nachricht haben, dann steht die auch bei uns ganz vorne auf der Nummer 1, ob das jetzt Fußball ist oder ob das ein anderes großes Ereignis ist. Also wir sind nicht scharf darauf, schlechte Meldungen zu verbreiten. Man sagt ja generell, dass die Medien das Leben vereinfachen. Würden Sie sagen, 1986 war es einfacher zu arbeiten oder macht es Ihre Arbeit nur schwerer, weil einfach alles viel schneller reinkommt? Na, es war viel einfacher insofern, weil Sie ja ganz wenige Auswahlmöglichkeiten hatten. Also es gab 1986 keine privaten Sender. Es gab die dritten Programme der ARD, das erste Programm und das ZDF. Die dritten Programme auch nur in dem Gebiet, wo Sie gewohnt haben. Also wenn Sie in Hamburg gewohnt haben, dann konnten Sie den MDR empfangen, aber nicht den Bayerischen Rundfunk. Heute ist die Medienvielfalt so gigantisch und die Konkurrenzsituation auch so gigantisch, dass sie sich vieles nicht mehr erlauben können. Also Fehler wie früher sind nicht mehr so verzeihbar, wie das mal vor 20 Jahren war. Was meinen Sie, machen Sie heute mehr Überstunden oder haben Sie damals mehr Überstunden gemacht? Ja, wir machen heute viel mehr. Wir arbeiten heute rund um die Uhr. Also früher war halt um 11 Uhr abends Feierabend nach dem Tagesdienst. Und dann gab es vielleicht noch eine Nachtsendung um 1 oder so. Heute senden wir rund um die Uhr. Ich wohne 3 Minuten vom Sender und bin also 24 Stunden Standby. Sobald etwas passiert, bin ich im Sender. Ach, und dann sind Ihre Anzüge dann schon da oder müssen Sie spontan zu Hause anziehen? Ich wohne so nah am Sender, also ach, ich bin schneller im Studio, als der Techniker aus der Kantine gekommen ist. Seit 2005 sind Sie Chefsprecher der Tagesschau. Was genau bedeutet das? Wenn sich zum Beispiel Judith Rakers verspricht, muss sie dann mit Konsequenzen aus Ihrer Richtung rechnen? Nein. Also ich bin die Schnittstelle, also ich bin erstmal der Vorgesetzte der Sprechermoderatoren. Und das beinhaltet administrative Aufgaben, Erstellung der Dienstpläne, Urlaubsgenehmigungen und all sowas, was man so im normalen Leben auch macht. Das beinhaltet aber auch die Kontrolle über Aussprache beispielsweise. Wenn Judith Rakers beispielsweise sich verspricht oder einer der anderen Kolleginnen oder Kollegen, dann ist das ja kein Beinbruch. Also das zeigt ja nur, dass da keine Maschine sitzt, sondern ein Mensch. Wenn aber ein Kollege sich jetzt ununterbrochen versprechen würde, dann würde ich ihn schon mal fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, mal eine Pause einzulegen und auszuschlafen. Dann fehlt nämlich die Konzentration. Aber das ist meines Wissens noch nie vorgekommen. Also ist es nicht so, dass wenn einer sich verspricht, dass es da riesengroßen Ärger gibt? Ist es nicht, okay. Sie sind ein großer Unterstützer der jungen Generation und engagieren sich als Botschafter des Kinderhospizes Mitteldeutschland für tote, kranke Kinder. Was genau sind Ihre Aufgaben und warum ist es Ihnen wichtig, neben Ihrer vielen Arbeit dafür Zeit zu finden? Das hört sich vielleicht ein bisschen platt an, aber es ist so, wie ich sage, ich lebe auf der Sonnenseite dieser Gesellschaft und ich gebe auch gerne ein bisschen zurück. Ich habe es aber konzentriert. Früher, ich könnte also eigentlich jeden Tag eine Schirmherrschaft übernehmen, ich könnte jeden Tag für irgendeine soziale Organisation irgendetwas machen. Das habe ich alles
eingestellt und habe mich auf drei Dinge konzentriert. Das eine ist das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Das zweite, die größte Aufgabe, ist die Repräsentanz für das Deutsche Rote Kreuz. Und das dritte ist eine Stiftung, die ich zusammen mit Kai Pflaume unterstütze, nämlich die Stiftung Sehnsucht. Da werden junge Leute, die den Drogen verfallen sind, wieder zurück ins Leben geholt. Das sind drei Aufgaben, wo ich natürlich zunächst einmal dafür sorge, dass Öffentlichkeit entsteht. Weil solche Organisationen leben von Spenden und wenn die nicht immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, die Menschen, dass da ein Mangel ist, dann spenden die natürlich auch. Mhm. Also das ist ja schon mal die wichtigste Aufgabe. Beim Deutschen Roten Kreuz lege ich sehr großen Wert darauf, dass die vielen, vielen jungen Leute, die dort ehrenamtlich tätig sind, auch eine Stimme haben. Und ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Bild der jungen Leute, was manche Leute haben, vollkommen falsch ist. Es gibt viel mehr, die sich wirklich engagieren. Also, dass ich jetzt auf diesem Schiff über den Atlantik schippere, ist eine ganz große Ausnahme. Mhm. Denn normalerweise verlassen wir im Sommer Deutschland nicht. Ach, ja. Ich finde, Deutschland ist so wunderschön, auch wenn das Wetter mal nicht ganz so toll ist. Und wenn man sich mal von der Autobahn wegbewegt und mal über die Landstraße fährt und auch mal durch die kleineren Orte fährt, entdeckt man viele Kleinodien, das kann ich Ihnen sagen. Also wenn Sie in Bingen zum Beispiel am Rhein unterwegs sind, Dann müssen Sie ja auch nicht gerade an der Rheinuferstraße fahren, Sie können ja auch mal durch die Dörfer fahren. Und da erleben Sie wunderbare Restaurants, tolle Bauwerke, Unglaublich nette Menschen. Das macht uns sehr viel Spaß. Zum Beispiel in Stromberg, da ist ja immer das werde ich dann mit dem Nachfahren. Zum Beispiel, ja. Genau. Nun die Abschlussfrage. Was für einen Rat geben Sie jungen Menschen, die auch den Traum hegen, eines Tages Tagesschausprecher von Millionen Menschen zu werden? Also denen kann ich zunächst einmal sagen, dass sie den Traum begraben sollen. Mhm. Und der hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind öffentlich-rechtlich. Das heißt, wir unterliegen einem Planstellensystem und ich kann nur dann einen neuen Kollegen einstellen, wenn ich eine Planstelle frei habe. Das ist ein etwas größeres Genehmigungsverfahren. Sie können sich aber vorstellen, und das sage ich jetzt vollkommen ohne Hintergedanken oder ohne Helm oder ähnliches, ich kriege jeden Tag Bewerbungen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Da ist ein Pfarrer dabei, der glaubt, weil er predigen kann, wäre er auch geeignet, so etwas zu machen. Da ist eine Studentin, die Kommunikationswissenschaft studiert hat und natürlich schon eine Prädisposition hat. Also ich kann Ihnen nur raten, sich wirklich genau zu prüfen, denn vor der Kamera zu stehen, vor der Öffentlichkeit zu stehen, bedeutet auch, und das merken die jungen Leute nicht, bedeutet auch, dass sie einer sehr hohen Sozialkontrolle unterliegen. Also sie machen keinen Schritt mehr irgendwann, der nicht beobachtet wird. Mhm. Wenn sie einen falschen Schritt machen, sind sie ihren Job los. Also ich sage Ihnen mal nur ein Beispiel. Angenommen, ich würde mit ein paar Prozent oder ein paar Mini-Prozent Alkohol im Blut erwischt werden, wäre ich für die Tagesschau nicht mehr tragbar. Ich kann ja nicht über Unfälle berichten, die aufgrund von Alkohol oder ähnlichem oder Drogenkonsum passiert sind und sitze selber vor der Kamera mit einer ähnlichen Vita. Das geht ja nicht. Also, Sie müssen schon wissen, dass Sie einer hohen Sozialkontrolle unterliegen. Durch die Mails, die es heute gibt, der Zuschauer schreibt ohne Ende. Das hat sich auch gegenüber früher geändert, denn früher musste der ja einen Brief schreiben. Wer das gemacht hat, war viel Ärger verraucht. Heute schreibt er eine Mail und dann schreibt er die auch gleich an den Intendanten oder an den Programmdirektor oder an wen auch immer. Also das muss man wissen, das ist für viele junge Leute zunächst einmal schwer zu verstehen, weil die es ja schön fänden, in der Öffentlichkeit zu stehen. So, ich habe zum Beispiel unsere Kinder, da gibt es keine Fotos, da gibt es nichts drüber. Ich habe das immer vermieden, dass die irgendwie in die Öffentlichkeit kommen. Und das ist auch gut so, weil irgendwann holt sie das ein. Jede Homestory ist eine zu viel. Das Zweite ist, Sie brauchen eine anständige Ausbildung, Sie brauchen ein Abitur. Sie müssen mindestens 2 bis 3 Sprachen so beherrschen, dass Sie sie zumindest einigermaßen verstehen und aussprechen können. Sie brauchen einen journalistischen Hintergrund, ohne den können Sie das überhaupt nicht machen. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie jetzt Journalismus oder Kommunikationswissenschaften studieren. Das kann durchaus wie in meinem Fall der Betriebswirtschaft sein oder Jura oder ähnliches. Solche Leute werden in den Medien ja auch gebraucht. Mhm. Und dann brauchen Sie unglaublich viel Glück. Und dann brauchen Sie noch etwas, das können Sie nicht lernen, nämlich ein gewisses Charisma. Mhm. Es gibt Menschen, die hervorragend aussehen, die stellen sich vor der Kamera und da kommt nichts drüber. Ja. Und es gibt Menschen, wo Sie auf den ersten Blick sagen würden, naja, so toll ist der jetzt nicht. Und den stellen Sie vor der Kamera und der glänzt. Mhm.
Das kann man nicht lang. Und dann brauchen Sie auch noch jemanden, der an Sie glaubt. Ja, das ist schwierig, das ist schwierig. Sie haben eben gesagt, es kommen viele E-Mails ins Studio. Ich möchte da gerne anknüpfen. Werden diese E-Mails auch tatsächlich gelesen und beantwortet oder gehen die so ein bisschen unter und man sagt, na gut, da kam wieder eine E-Mail von Frau Becker aus, wo auch immer? Ja, die werden alle gelesen und die dürfen auch nicht untergehen, weil auch das ein Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Mhm. In dem Augenblick, wo einer ein Anliegen hat, was wirklich gerechtfertigt ist, also wenn mir einer eine Mail schreibt mit einem rassistischen, mit einem radikal-religiösen Hintergrund oder so, dann geht das gleich in Spamfilter. Aber wenn einer eine vernünftige Mail schreibt und etwas wissen möchte, kriegt er auch eine Antwort. Das war schon unser kurzes Interview. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne, entspannte Tage hier an Bord. Und wir sehen Sie spätestens wieder, wenn es heißt... Guten Abend, meine Damen und Herren. Genau, Dankeschön. Vielen Dank, Herr Jan.